Und ich muss sagen, da war ich auch ein bisschen überrascht. So, bitte schön. Unter den passt auch der Babybauch super. Eines Tages baut Daniel uns hier noch den Sternenhimmel wieder an. Hallo zu einem neuen Video und zu wunderschönem Herbstwetter. Denn im letzten Video hatte ich ja die Küche dekoriert und da sah es draußen auf jeden Fall nicht so herbstlich aus. Hier im Arbeitszimmer habe ich noch ein bisschen nachgelegt. Aber draußen, da hinten, wird es auch schon langsam gelb und rot. Das war vor einer Woche noch nicht so. Bei uns ist gerade morgens. Bruno und ich sind schon ein bisschen früher wach. Ja. Barbie und Daniel schlafen noch und wir drehen erstmal ein kleines Ründchen. Ja. Guten Morgen, Bruno. Guten Morgen. Zeig mal her deine Pfote. Genau, die ist jetzt immer frei, die Pfote. Bei ihm sind ja zwei Krallen ausgerissen vor, ich glaube, wirklich genau 4 Wochen. Und jetzt ist es endlich soweit, dass er ohne laufen kann. Er humpelt ab und zu noch ein bisschen, wenn er irgendwo gegenstößt. Aber ansonsten kann er jetzt ohne Schuh, ohne Socke und ohne Verband rumrennen. Das ist schon mal schön. Und halt auch ohne Tröte. Die hat ihn ja wirklich sehr genervt. Kleine Maus. Was mir gerade bei diesem Anblick hier so einfällt, ist, dass super viele, eigentlich alle, immer über die Geschlechtsteile der Hunde ein Emoji oder eine Blume oder sowas machen. Und ich dadurch, dass ich nie Kontakt mit Hündinnen hatte, gar nicht wusste, wie das da bei Hündinnen aussieht, bis Barbie bei uns eingezogen ist. Und ich muss sagen, da war ich auch ein bisschen überrascht. Und mittlerweile muss ich wirklich ein bisschen schmunzeln, wenn man vor allen Dingen auf Instagram da eine Blume oder so drüber packt. Denn bei Barbie sieht man einfach nichts, wenn sie auf dem Rücken liegt. Ich weiß nicht, was es da abzudecken gibt. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr euch belästigt fühlt, wenn ihr zwischen die Beine des Hundes gucken könnt. Ich nicht. Was ich allerdings mache und zugeben muss, weil ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob man das zeigen darf, ist bei Bruno das wegzustempeln, wenn etwas ausgefahren sein sollte. Das kommt bei Bruno ab und zu schon mal vor. Na gut, es ist ganz schön windig. Zeit für mich, wieder ein Stirnband aufzuziehen, weil ich davon seit 3 Jahren ungefähr super schnell Ohrenschmerzen bekomme. Das hasse ich. Und genau, bei uns ist Saisonwechsel im Shop von den dünnen Baumwoll-Jersey-Haarbändern, da ist gerade Ludmilla reingekommen, auf die dicken Alpenfließhaarbänder und dieses rote gibt es auch endlich wieder. Ich habe den Stoff wieder bekommen, ist ein ganz klein bisschen dunkler als die Version aus dem letzten Jahr, aber genauso kuschelig, genauso dick und genauso dehnbar, passt sich also jedem Haarumfang, Kopfumfang an. Schaut gerne mal im Shop vorbei, haben wir in verschiedenen Farben. Da ist sie. Sie hat heute auch bei uns mit im Bett geschlafen. Ludmilla schläft, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon jemals erzählt habe, mittlerweile seit gut einem Jahr immer nachts drin. Das hat sie sich erkämpft. Sie kommt immer dann an mein Fenster und kratzt und möchte dann rein und das meistens so abends so gegen 10 oder 11 Uhr. Und dann schläft sie eigentlich normalerweise in der Küche. Und ich bin schon gespannt, wie es jetzt wird, wenn es kühler wird, weil letztes Jahr im Winter war sie fast nur drinnen. Da hatte sie gar keine Lust drauf. Ja gut, wo soll sie auch hin bei 50 cm Schnee? Aber erstmal schauen, wie der Winter dieses Jahr hier bei uns wird. So, Bruno, jetzt hast du aber lange gewartet. Jetzt können wir endlich los. Oh, schnell verstecken. Mäuschen. Jo. Na komm. So schön ist das heute. Ich stelle es immer wieder fest, Herbst ist wirklich mit Abstand meine liebste Jahreszeit. Ich werde mit Bruno jetzt auch nur eine kleine Runde drehen. 3 Briefe müssen weggebracht werden mit Haarbandbestellungen. Und da wir jetzt alleine gehen und Bruno so gerne Sachen rumschleppt, das aber mit Bärbel zusammen nicht klappt, denn die klaut ihm immer alles, kriegt er jetzt noch ein Spiegel in den Mund gedrückt. Und da hatte ich was Neues geholt, weil Daniel immer so gerne mit Stöckern spielt und ich das nicht so gerne sehe. Okay, ich glaube, da ist schon jemand wahnsinnig begeistert im Hintergrund. Ja, ich habe in letzter Zeit relativ viel neues Spielzeug gekauft, weil vieles von uns schon kaputt war. Und das ist einfach nur ein Stab, den Bruno jetzt rumschleppen kann. Als Stockersatz, ich verlinke euch den mal in der Infobox, falls euch das auch interessiert.
wie das aussieht, wenn der den nur an der Seite hält. Oh mein Gott, na komm. Ist okay. Ja, so schnell geht's und schon sind wir einmal ums Dorf gelaufen. Aber wir haben ja nur, ja, man munkelt, 100, über 100 Einwohner. Ich glaube nicht. Jetzt ist Fressi-Zeit und so sieht unsere Aufbewahrung für das Hundefutter aus. Das ist echt total schrecklich. Da will ich mir demnächst was Neues einfallen lassen. Das ist Ludmilla, das ist Bärbel, das ist Bruno. Und das mit den Tonnen, das war ja eine Zeit lang okay, aber ich hätte irgendwie gerne einen Schrank oder Schübe oder irgendwas. Wenn ihr da schon eine schöne Lösung habt, dann lasst mich das mal gerne wissen. Ist mir auch nicht wichtig, dass da ein kompletter 12- oder 15-Kilo-Sack reinpasst. Das will ich auf jeden Fall demnächst in Angriff nehmen, dass es eher eine Art Schrank wird, anstatt diese blöden Tonnen hier. Ist okay. Wohl bekomm's. Und die letzten 2 Wochen haben wir uns noch mal so ein bisschen um unsere Terrasse gekümmert, die ja leider immer noch sehr durch die Baustelle leidet und immer noch ein kleines Baustellenlager ist, hier auf der Seite. Aber die andere Seite, das habe ich euch ja das letzte Mal schon gezeigt, hatte ich so ein bisschen herbstlich dekoriert. Und wir haben auch noch einen Schrank ausgetauscht. Und da das Schuhregal uns jetzt doch entgegenfliegt, haben wir uns einen neuen Schrank geholt. Und den bauen wir jetzt mal auf für Schuhe und Klamotten. So sieht es jetzt aus mit dem Schrank. Wirklich viel, viel schöner. Und es passt halt auch wirklich wesentlich mehr rein. Was soll ich sagen? Ist schon fast voll. Wenn jetzt hier noch Kinderschuhe dazu kommen, ist es wahrscheinlich wieder viel zu klein. Und für die andere Seite, also für hier drüben, da steht hier ein offenes Schuhregal und so ein Tischchen. Da möchte ich eigentlich auch eine geschlossene Lösung haben. Und dafür habe ich schon was in einem Prospekt gesehen. Und zwar schaue ich schon eine ganze Weile und habe nicht so richtig was Schönes gefunden. Und diese Woche, also just ab heute, gibt es bei Aldi so ein Lowboard. Und ich glaube, das könnte da ganz gut hinpassen und würde ziemlich viel Chaos auch schon mal verschwinden lassen. Na, guck, wer da aufgewacht ist. Daniel und ich haben beschlossen, wir gehen heute schon das Regal holen und fahren gleich noch nach Bernburg und gehen ein bisschen shoppen. Und dafür haben wir uns ein bisschen schick gemacht. Wir waren schon mit den Hunden noch mal eine Runde. Da liegt der kleine Bohnemann. Und gucken wir mal, was wir alles Schönes finden. Ich freue mich. Das Wetter ist wirklich herrlich heute. Aber da es ein bisschen kühler ist, habe ich schon meinen Winterwollmantel rausgekramt. Unter den passt auch der Babybauch super und sogar noch eine ganz schöne Zeit lang. Ich glaube, da kann ich auch hochschwanger noch in 2 Monaten super mit rumlaufen. Und an habe ich übrigens meine Barfußschuhe. Die habe ich jetzt, glaube ich, seit 1 oder 2 Monaten. Ich glaube sogar schon seit 2 Monaten. Ich bin so mega zufrieden mit denen. Lasst euch nicht täuschen, Barfußschuhe nicht, weil die Sohle so mega dünn ist. Also man merkt schon den Untergrund, aber nicht jedes kleine Steinchen. Das könnte ich mit den Hunden auch nicht. Viel angenehmer ist, dass die ein bisschen breiter sind. Denn gerade seit der Schwangerschaft habe ich immer mal wieder mit Rückenschmerzen zu tun. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit den Schuhen ein bisschen ordentlicher laufe, mit einem geraderen Rücken. Und die waren auch nicht so teuer. Was haben die gekostet? Ich glaube so um die 40 Euro. Schaut mal in der Videobeschreibung, dort habe ich euch die Schuhe verlinkt. Und Bernburg haben wir erst, glaube ich, 1 Jahr, nachdem wir hergezogen sind, entdeckt. Sind davor aber schon zigmal dran vorbeigefahren. Das ist jetzt auch nicht direkt um die Ecke bei uns. So um die 40 Minuten entfernt.
Aber dadurch, dass das so einen industriellen Charakter hat, also man eigentlich nur Fabriken sieht, wenn man vorbeifährt, denkt man eigentlich, es ist bestimmt nicht so eine schöne Stadt. Aber irgendwann waren wir da und da war auch Markt gewesen auf dem Marktplatz und das war so schön, auch nach Corona endlich mal Menschen zu sehen und mehr Menschen als drei. Kann man echt empfehlen. Danzig ist halt wirklich eine sehr süße Innenstadt und lädt auf jeden Fall zum Bummeln ein. Also viel zum Shoppen gibt es nicht, aber um mal zu schlendern, ein Eis zu essen und irgendwo essen zu gehen, ist es für uns auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Wir haben es bekommen, das vorletzte. Ich habe es mir schon gedacht. Ein Glück sind wir doch heute gefahren und nicht erst morgen. Ist ja meistens so. Ich glaube, die haben immer nur 5-6 Stück da. Nächster Tag. Und die erste Abendshandlung ist, das Regal mal aufzubauen. Und ja, das kommt woanders hin. Den Tisch werden wir wegschmeißen. Und gucken, was dann davon alles reinpasst von den Arbeitsgeräten. Hier ist ja unsere kleine Baustellenablage. Fertig. Und während wir hier rumbauen, sind die Hunde bei mir im Arbeitszimmer. Und wir haben die jetzt schon x-mal ermahnt, weil die ganz laut rumgerumpelt haben. Guckt euch mal an, die spielen da ganz leise. Jetzt gut, jetzt hat Berbi mich gerade erwischt. Ich filme es gleich nochmal. Die schnüdeln da ganz leise. Und hier ist das Fenster offen. Und man hört nichts. Ja, wir haben schon zwei schlaue Hunde. Da schnüdeln sie wieder. Das machen die total gerne. Eigentlich sollen sie ja schlafen, ne? Aber wer so leise schnüdelt, den will man nicht aufhalten. Wie nennt ihr das eigentlich, wenn eure Hunde so spielen? Oder wie würdet ihr das nennen, was die da machen? Wir finden ja Schnüdeln ist ein super Begriff dafür. Ja, musst mal gucken, ob es nicht schon im Duden steht. Wenn nicht, sind wir jetzt dafür. Ach, die sind echt süß. Nee, hier ist nichts vorgebohrt. Das ist halt schon ein Problem. Ja. Das lösen wir jetzt auch noch. Na gut, ein bisschen atmen hört man sie. Fertig, er hätte wirklich noch ein bisschen länger sein können. Dann switche ich das mal jetzt hier. Und während ich hier räume und wische und gucke, was hier bleibt und was weg kann, erntet Daniel jetzt die letzten Birnen. Dieses Jahr war wirklich ein wahnsinnig krasses Obstjahr. Ui. Wir haben nämlich schon richtig viel geerntet. Und wir kommen einfach nicht hinterher, das alles zu verwerten. Und die fallen halt jetzt jeden Tag runter und dann und die Hunde bedienen sich hier die ganze Zeit. Jetzt wollen wir wenigstens alles auf den Kompost werfen, was wir nicht verwerten können. Wahnsinn. Wirklich unfassbar dafür, dass der das erste Jahr überhaupt nicht getragen hat. Aber wir haben letztes Jahr alle Obstbäume einmal beschnitten und das hat wirklich richtig viel gebracht. Aber ich glaube, bei uns in der Region ist auch einfach ein mega Obstjahr. Hier waren alle Bäume richtig toll. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele sagen, oh nein, wie könnt ihr das auf den Kompost schmeißen? Aber es waren wirklich so unfassbar viele Mengen. Und die haben halt alle Birnen außenrum. Also an wen sollen wir das auch verschenken? Hier ist halt niemand. Vorne an die Straße schleppen, habe ich auch nicht richtig Elan zu grad. Es ist, wie es ist. Aber wir haben wirklich sehr viel verarbeitet. Hast du es gewogen? Nee. Aber ich denke mal,
Boah, nee, ich glaube, das sind ja mehr als 15 Kilo. 20 Kilo. Und das ist ein Drittel? Nicht mal, oder, vom Baum? Fertig für heute. So sieht es jetzt aus mit dem neuen Schrank. Den Spiegel habe ich jetzt doch daneben hingestellt. Ja, bestimmte Sachen müssen hier einfach stehen bleiben. Das sind noch Bretter, die Daniel sich immer hier hinstellt, um hier hoch und runter zu fahren, weil wir ja drin, wie gesagt, immer noch eine Baustelle haben. Und der neue Schrank passt hier wunderbar hin, finde ich. Da hinten ist jetzt nur noch die Baustellenecke, aber die wird bestimmt noch ein halbes Jahr oder so bleiben. Die brauchen wir hier oben einfach, damit man nicht so viele Wege gehen muss. Ich hätte zum Beispiel hier gerne auch einen schönen Teppich. Hallo Ludmilla. Und einen schönen Sessel, wo man sich reinsetzen kann. Aber das geht alles nicht mit Baustelle, wenn hier ständig rein und raus gefahren wird mit Dreck. Na, ja genau, da kann man sich nämlich mal aufregen, dass hier nie was sauber ist. Ja, und auch wahrscheinlich demnächst nicht wird. Ludi, du hast Hunger? Ja, okay. Ach, wie schön. Zur Feier des Tages baut Daniel uns hier noch den Sternenhimmel wieder an. Wie jedes Jahr im Herbst und Winter. Das macht abends einfach immer so eine wunderschöne Stimmung. Und die braucht man, wenn das jetzt hier schon immer um... Wann ist das jetzt schon mittlerweile dunkel? Das ist ja um 7. Um 7? Ja. Und Bruno hat schon angefangen, hier das ganze Beet abzusuchen. Ah, anscheinend auch erfolgreich. Von den runtergefallenen Birnen liegen wohl da noch welche. Hm? Was meinst du? Na, Bruno ist wirklich ein richtiger Birnenfan. Ein richtiger Birnenfan. Äpfel sind auch okay, aber Birnen sind echt ein Highlight. Und Barbie auch. Beide Fans. Na, geh mal suchen, dann muss ich da nicht rein. Ja, hier sind auch endlich die Cosmo gekommen, die ich vorgezogen hatte. Super spät in diesem Jahr. Einmal die gefüllten. Muss ich mal gucken, ob ich mir davon irgendwie noch Saatgut holen kann. Und das sind auch wunderschöne Cosmo. Ich zeige euch die gleich mal von der anderen Seite. Na, Boni hat, glaube ich, nochmal Erfolg. He? Ja. Danke, Boni. Mach mal aus. Bruno? Mach mal aus. Dankeschön. Ui, prima, danke. Nee. Hier, so sehen die aus. Die sind so ein bisschen kelchig. Auch wunderschön, aber hat dieses Jahr nicht so gut geklappt mit Cosmo vorziehen. Mal gucken, ob Bruno noch was findet. Mit Sicherheit. Ja, und Wahnsinn. Währenddessen hat Daniel hier schon fast alles aufgehangen. Sehr schön. Nee, also ich bin jetzt erstmal sehr zufrieden mit der Terrasse. Das war mir immer ein rotes Tuch. Wie heißt das? Ein Dorn im Auge. Dorn im Auge. Rotes Tuch. Ein Dorn im Auge. So kann ich erstmal damit leben. Klar, immer noch Halbbaustelle, aber so ist es halt. Und Bruno hat auch schon den Teppich hier für sich entdeckt. Der liebt es hier abends, auf dem Absatz zu liegen und hier noch runter zu gucken. Für eine Stunde. Ja, hier müsste man eigentlich auch noch mal was hinlegen für ihn, ja, dass man abends da vielleicht einfach noch mal was Kuscheliges hinlegt, liebt er. Ist ganz ruhig und guckt eine Stunde und dann kommt er rein. Richtig süß. Ist irgendwie so seit einem Vierteljahr oder so macht er das. Ja, richtig toller Platz. Ach, wieder so ein herrliches Wetter. Also der Herbst bisher ist ja wunderschön. Wir wissen mittlerweile schon Samstag, wir drehen noch eine Runde mit den Hunden. Und wir hatten diese Woche noch einen Frauenarzttermin. Das dritte Screening, alles gut, alles dran. Aber sie hat uns jetzt schon prophezeit, dass das Kind höchstwahrscheinlich jetzt schon eine Woche früher kommen wird. Und haben wir eigentlich nichts dagegen.
Aber ich will euch auch noch mal daran erinnern, dass ihr unbedingt, boah, wann, ne? Bis Anfang November eure Weihnachtsgeschenke bei uns bestellen solltet, würde ich mal sagen. Denn im Dezember wird höchstwahrscheinlich nichts passieren. Und ich muss das ja auch noch abarbeiten. Deswegen, es ist schon Oktober, bestellt am besten diesen Monat. Dann seid ihr auf Nummer sicher. Denn wie gesagt, sobald das Kind da ist oder vorher wahrscheinlich, ich weiß halt auch nicht, wie es mir vorher geht, werde ich die Lieferzeiten erhöhen müssen. Es lohnt sich sowieso mal in dem Shop vorbeizuschauen. Wir haben viele tolle neue Produkte, wie zum Beispiel dieses neue Kletterseil, Deep River. Und die passenden Halsbänder gibt es natürlich auch im Shop. Wir haben sowieso super viele neue Produkte. Ich muss dazu, glaube ich, mal nochmal ein eigenständiges Video machen. Schleppleinen zum Beispiel haben wir jetzt auch neu im Shop. Und schon eine ganze Weile Kotbeutelhalter. Die sind super praktisch. Die muss ich euch unbedingt nochmal in einem der nächsten Videos zeigen. Das auf jeden Fall nochmal als Hinweis. Schaut gerne mal vorbei. Wir freuen uns wie immer sehr über eure Unterstützung. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Video. Tschüss!